Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 14. November 2019. Ja, heute nehme ich mal an einem Donnerstag auf, da ich am Montag nicht hier im Laden war, weil ich eine Woche unterwegs war. Und ich werde dann nächste Woche auch entweder Mittwoch oder Donnerstag aufnehmen, dass ich so ungefähr meinen Wochenabstand habe, weil ich dann die Woche drauf nämlich wieder montags unterwegs bin und dann würde ich an dem darauffolgenden Montag, also anderthalb Wochen später, dann wieder auf den Montag zurückgehen, dass ich dann wieder bei meinem üblichen Aufnahmetag von Montag bin. Aber das nur kurz zur Erklärung, dass das Video heute erst kommt und dass ihr in den nächsten Wochen euch dann schon drauf einstellen könnt. Ja, dass ich eine Woche unterwegs war, das werdet ihr auch daran sehen, dass manche Projekte ganz gut gewachsen sind und manche gar nicht, weil ich eben nicht alles dabei hatte. Und was auch auffällt, ich habe dadurch, dass ich keine Wolle so mit eingesteckt hatte, habe ich nichts Neues angefangen. Aber ich habe ganz viele Pläne. Okay, aber ich fange wie immer mit dem an, was ich anhabe. Das hier ist ein Dreieckstuch. Die Anleitung heißt Dipped in Diamonds Shawl oder einfach nur Dipped in Diamonds. Ich habe das damals auch als Teststrick gemacht. Teststrick heißt ja, dass der Designer Leute fragt, die seine Anleitung ausprobieren und dann Bescheid sagen, wenn Fehler drin sind oder Sachen nicht gut verständlich sind. Also bei dem Tuch weiß ich noch, war das so, dass, also das hat einen ganz witzigen Aufbau. Das fängt hier unten an der eigentlich nicht vorhandenen Spitze an. Also das ist im Prinzip die Spitze des Dreiecks. Aber es werden rechts und links diese Art Fransen, werden gleich von vornherein mitgestrickt. Und ich weiß noch, dass auf der einen Seite war die Anleitung völlig okay und auf der anderen Seite war im Prinzip alles falsch, was rechts und links linke Maschen betraf. Also es war genau einmal falsch rumgeschrieben oder so. Und dann hatte ich mich erst ein bisschen gewundert und dann nachgefragt. Und dann hat er aber gesagt, nee, das ist tatsächlich falsch und muss geändert werden. Genau, das ist ein Designer, das ist ein Mann, der Stricksachen designt, relativ ungewöhnliche Sachen häufig. Ich habe schon mal ein Tuch für ihn testgestrickt, Manta Ray. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal gezeigt habe. Ansonsten kommt der bestimmt auch irgendwann nochmal. Ja, genau. Und ich habe damals dann eine Farbe aus der Schafpatenkollektion genommen. Die ist nicht ganz so bunt gemustert, sage ich mal, jetzt von den Farben her. Dadurch, dass hier so viele Muster drin sind, wollte ich nicht was zu Wildes nehmen mit Tupfen und Mustern und sonst was. Aber ich wollte auch nicht ganz einfarbig stricken, das wäre mir zu langweilig geworden. Genau, und dann ist es so, dass man dann von diesem Dreieck hochstrickt und dann erstmal dieses offene Lochmuster hat. Dann kommt dieses Muster dazu mit diesen Rauten und den Perlchen und dann kommt wieder das Lochmuster und dann baut sich das so auf. Und das ist schon eher eine ungewöhnliche Konstruktion. Die meisten Dreiecke fangen ja doch eher oben an und werden dann runtergestrickt oder viele fangen auch an der Seite an. Und das war jetzt eben eins, was unten anfängt. Und im Prinzip eigentlich nicht sehr schwer, aber doch ein bisschen aufwendig aufgrund der Konstruktion, weil man zum Schluss bei den langen Reihen hat man einen extra Chart gehabt für diese Fransen, dann kam das Lochmuster, dann wieder das Rautenmuster, dann wieder Lochmuster, dann wieder Rautenmuster und zum Schluss in der Mitte blieb dann das Lochmuster und dann musste man aber auf der anderen Seite das immer entgegengesetzt, gab es dann neue Strickschrift, in die man reingucken musste. Also es war schon eine Sache zum Aufpassen und sich konzentrieren. Das Schöne an der Konstruktion ist auch, dass es relativ gut erweiterbar ist. Man hätte theoretisch, wenn jemand gewollt hätte, jetzt nochmal hier einen Mustersatz wieder anfangen können. Und dann kann man das eigentlich so lange stricken, wie man Lust und Laune hat. Und bei den vielen Maschen, die man aber zum Schluss hat, ist es irgendwann mit Lust und Laune zumindest bei mir dann auch vorbei gewesen. Aber ich finde es sehr schön. Ich freue mich auch, dass es so groß geworden ist. Ich habe gezielt die große Größe gestrickt. Man hätte jetzt für den Test natürlich auch die kleinere Größe stricken können. Dann hätte man ja trotzdem alle Elemente einmal gehabt. Aber ich dachte, wenn schon, denn schon. Und da ich ja auch gerne Perlchen in meinem Gestrick habe, fand ich das auch sehr schön, dass hier überall Perlen drin sind. Und am Rand sind auch, in diesen Fransen sind auch nochmal Perlen drin. Fallen nicht so auf, aber ich finde es auch ganz nett, wenn solche Sachen immer mal einfach nur ab und zu mal rausblitzen und jetzt nicht ganz so auffällig sind. Ja,
Ja, das ist das Tuch und der Pullover, den ich anhab. Stehe ich nochmal auf. Der hat so ein Zopfmuster, das ist Opal-Sockenwolle, sechsfache in Anthrazit. Und da ist vorne dieses Zopfmuster, was dann unten in dem einfachen Zopf ausläuft. Auf dem Ärmel fängt es mit dem einfachen Zopf an und dann kommt dann unten so ein kleines Muster. Und der eigentliche Hingucker ist aber das Rückteil. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gut sehen konntet. Der Pullover ist symmetrisch aufgebaut. Das heißt, der Halsausschnitt ist vorne und hinten gleich. Das heißt, wenn ich möchte, kann ich sogar den Pullover andersrum anziehen und kann die drei Zöpfe nach vorne tragen und den einen Zopf hinten. Das ist ganz beliebig. Und ja, das finde ich einen sehr schönen Pullover. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ich stricke ja relativ selten einfarbige Sachen, aber bei Zopfmuster, das Zopfmuster wäre halt bei einer bunten Wolle doch eher untergegangen. Und zum Tragen finde ich einfarbige Pullis wiederum total klasse, weil man dann eben auch die vielen Tücher damit kombinieren kann. Und ja, eigentlich möchte ich gerne ganz viele einfarbige Pullover haben, aber ich möchte sie nur nicht unbedingt stricken. Ja, oder sie müssen dann eben genug Muster haben. Die Anleitung des Pullovers ist aus diesem Buch, Refined Knits. Ich glaube, dass es das inzwischen auch auf Deutsch gibt. Ich habe das mal irgendwann auf der Buchmesse gekauft, sonntags. Die ausländischen Aussteller sind häufig daran interessiert, ihre Ausstellungsstücke zu verkaufen, damit sie die nicht wieder zurückschleppen müssen. Und dann kriegt man häufig einen günstigen Preis. Und deshalb gucke ich da immer gerne, wenn ich es schaffe, zur Buchmesse zu fahren. Dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, da war es terminlich nicht zu machen. Ja, aber wenn es das auf Deutsch gibt, verlinke ich das unterm Video auf Deutsch. Ansonsten verlinke ich die englische Version. Der Pullover heißt Corinne und so sieht der im Buch aus. Das Rot fand ich auch sehr, sehr schön, aber es gab von Opal kein Rot in der Art. Und dann habe ich gedacht, Anthrazit ist auch schön und es ist sehr neutral. Das ist auch in Ordnung. So, und da sieht man die Rückseite. Also bei ihr fällt der Ausschnitt jetzt ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob das an der Größe liegt. Meiner sitzt doch ein bisschen höher. Und hier sieht man auch nochmal, dass im Buch der Pullover eigentlich Dreiviertelärmel hat. Aber ich dachte mir, wenn ich schon einen relativ warmen Pullover habe, dann habe ich lieber lange Ärmel. Und das kann man ja auch selbstständig dann entscheiden, wie lange man den Ärmel strickt. Man muss nur daran denken, dass man rechtzeitig mit diesem Muster anfängt, bevor der Ärmel fertig ist, dass man dafür noch Platz hat. Und ja, den Ausschnitt sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil ich noch ein schwarzes T-Shirt drunter habe. Also der Ausschnitt geht schon bis hier, also ist nicht ganz eng. Ja, wenn ich den Pullover nochmal stricken würde, würde ich, glaube ich, den Ausschnitt etwas anders gestalten, weil ich es, glaube ich, mit einem Bündchen doch ein bisschen hübscher gefunden hätte. Aber er saß mir jetzt hier schon zu hoch, um noch ein Bündchen dran zu stricken. Also sollte ich nochmal den Pullover nochmal stricken, was ich mir schon vorstellen kann, weil das Muster sehr, sehr schön ist, dann würde ich das hier vorne irgendwie anders gestalten, dass das ein bisschen tiefer sitzt. Und ich dann eben auch ein Bündchen dran stricken kann. Aber das kann ich mir dann überlegen, wenn es soweit ist. So viel zu dem, was ich heute anhabe. Dann meine fertigen Projekte. Ich habe fleißig Socken gestrickt. Ach so, bevor ich die fertigen Projekte zeige, ein Nachtrag zu letzter Woche. Ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, die grünen Socken fertig. Genau. Und hatte vergessen, die Banderolen auszudrucken. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Also so sieht das aus. Das sind drei Stück pro DIN A4-Seite, die man so gleichzeitig ausdrucken kann. Und dann schneidet man das auseinander und dann kann man die Banderole beschriften. Also ich habe jetzt hier drauf geschrieben Sockenwollzusammensetzung und maschinenwaschbar. Und dann ganz wichtig eben für die Helfer, dass man die Größe drauf schreibt, damit sie leichter die Socken zuordnen können. Und dann kann man, wenn man will, eben noch draufschreiben, wer es gestrickt hat. Und dann kann man, wenn man die Socken dann verschickt, habe jetzt nur eine Socke hier, die andere Socke ist noch im Schaufenster, dann kann man das so drum legen und kann das zukleben und dann ist das wie so eine kleine Wollbanderole um die Socken drumherum und ist einfach auch nochmal hübsch für die Leute, die das bekommen und die Socken dann tragen. Ja, genau. Aber weiter zum Thema Socken. Ich habe die Spiralsocken fertig.
Das ist das fünfte Paar Kinderspiralsocken, das ich dieses Jahr gestrickt habe und das sechste Paar Spiralsocken überhaupt, da ich Anfang des Jahres schon ein paar Spiralsocken für mich gestrickt habe. Und für den Rest des Jahres werde ich keine Spiralsocken mehr stricken und ich weiß auch noch nicht, ob ich das nächstes Jahr unbedingt brauche, obwohl ich, wenn ich die dann alle verschenkt habe, vielleicht doch noch ein paar für den Laden stricke. Ja, aber ich hatte ja schon vier andere Paar gestrickt mit den unterschiedlich breiten Streifen. Das Gelbe ist die Neon-Wolle von Opal und das Dunkelblau, das Blaue ist Opal mit Seide. Ja, der kleine Empfänger dieser Socken ist 4 Jahre alt, aber da diese Spiralsocken sich ja anpassen, kann er die jetzt mit kleinem Fuß und langem Schaft tragen und später kann er dann, wenn der Fuß wächst, schrumpft der Schaft, aber solange er den Fuß in der Breite reinkriegt, kann er die eben tragen. Und ich habe nicht zu wenige Maschen genommen, also meine Hand passt gemütlich rein. Ich denke, der Fuß wird eine ganze Weile reinpassen und dann hoffe ich, dass er sich drüber freut und dass er die lange tragen kann. Ja, und dann habe ich gleich noch ein paar fertige Socken. Das sind die Wolldackelsocken in der Farbe irgendwas Twister. Und jetzt habe ich es vergessen. War das Florida? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich verlinke es unten, könnt ihr gucken, steht auf meiner Ravelry-Seite. Ich habe kein kompliziertes Muster gewählt, weil ich weiß, dass bei dieser handgefärbten Wolle das meistens relativ vergebene Liebesmüh ist und habe einfach nur mit 2 rechts, 2 links einen relativ langen Schaft gestrickt, damit man auch möglichst noch was von der Socke sieht. Und habe mit Schwarz die Ferse und die Spitze gestrickt und dann unten die Sohle glatt oben, das Muster weitergeführt. Also vom Muster her ganz schlicht, aber von den Farben finde ich phänomenal schön. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und ich werde sie jetzt erstmal im Laden lassen zum Zeigen, aber ich freue mich schon, wenn ich die irgendwann anziehen kann und dann so richtig, richtig bunte Füße habe. So, und es ist noch eine Sache fertig geworden. Und zwar habe ich mein Haramaki fertig. Und zwar ist das das, was ich die eine Hälfte, die ich als zweites gestrickt habe, das ist aus der Frozen-Serie. Das ist die diesjährige 8-fache Sockenwolle von Opal. Und in der anderen Hälfte hatte ich ein Abo-Knäuel, was genau die gleichen Farben hatte, mit einem weißen Faden doppelt genommen. Und es hat tatsächlich funktioniert, dass die Streifenfolge ziemlich gleich ist. Einmal mit und einmal ohne Weiß. Also ich finde das einen ganz lustigen Effekt. Und habe vorhin schon mal ein bisschen rumprobiert. Und ich habe mir gedacht, wenn das eine Martina Behm-Anleitung wäre, dann hätte das Teil wahrscheinlich jetzt irgendwie noch Knopf und Öse und irgendwas, dass man das hier so festknöpfen könnte. Könnte man ja nachträglich noch machen. Aber rein theoretisch kann man den tatsächlich einfach längs halbiert sich so umlegen, könnte jetzt die Jacke drüber machen und hätte so einen ganz schlichten, kurzen, dicken Schal. Aber eigentlich sind die Haramakis ja dafür da, dass man reinsteigt in irgendeiner Form. Und ich denke, am häufigsten werde ich das auch so als Loop tragen. Und da ist es halt mit der 8-fachen Wolle oder der doppelt genommenen Wolle richtig schön dick und kuschelig und warm und weich. Und wenn man sich das so ein bisschen runterzieht, dann hat man noch ein bisschen Luft, wenn jetzt nicht ganz so kalt ist. Und wenn es dann kälter wird, mache ich das ganz gerne, dass ich die eine Hälfte, wo ist sie jetzt? Da. Dass ich die eine Hälfte in die eine Richtung drehe und die andere Hälfte in die andere Richtung. Und dadurch, dass sich das dann verdreht, liegt es richtig eng an und ich bin richtig warm eingekuschelt. Jetzt könnte ich die Jacke drüber ziehen oder einfach auch so sitzen oder noch ein Tuch drum machen oder noch eine Jacke anziehen. Also ich kenne alle Tipps und Tricks zum Thema Warmhalten. Also ich denke, das wird so die Sache sein, wie ich es am häufigsten trage. Was ich aber auch ganz, ganz genial finde an diesen langen Loop-Schals ist, dass ich jetzt im Bus zum Beispiel, wenn mir kalt ist, kann ich das hochziehen, kann meinen Kopf reinstecken und habe statt einer Mütze das eben an. Das ist hinten lang genug, dass es im Nacken trotzdem warm bleibt. Und wenn ich dann in den Bus einsteige, das ist immer die Sache, ich habe schon so viele Mützen im Bus verloren und vergessen, dann kann ich das einfach runterziehen, habe es ein bisschen luftiger, wenn der Bus gut geheizt ist und ich verliere eben keine Mütze. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Eine Mütze draus machen kann man auch, aber das ist meistens bei der 8-fachen Wolle, vor allem wenn man nicht in Rippen strickt, sieht es mehr so aus wie ein Helm und nicht ganz so attraktiv. Werde ich wahrscheinlich eher nicht machen, es sei denn, ich habe
die Mütze vergessen und es ist so kalt, dass mir die einfache Lage nicht reicht, dann kann ich es immer noch machen. Wenn es so kalt ist, dann ist es mir auch egal, wie ich aussehe. Und ansonsten kann ich das eben auch als Nierenwärmer tragen. Mache ich euch jetzt nicht vor, aber man sieht, denke ich, ganz gut, dass es passt. Und je nachdem, wenn ich das über der Leggings oder über der Hose trage, kann ich das auch runterziehen bis auf die Mitte der Oberschenkel als Rock. Und der obere Teil reicht dann trotzdem noch, um mein Kreuz, um meine Nieren alles richtig schön warm zu halten. Und wenn ich das nicht so auffällig will, dann stecke ich es mir in die Hose oder in den Rock rein und dann schlage ich es oben einfach um und bin dann an der Stelle sogar noch doppelt warm. Ja, also mein fröhlich bunter Winter-Frozen-Haramaki. So, dann war es das mit fertigen Sachen. Ach so, ich habe das Kinder-Haramaki, was ich aus der Dackelwolle gestrickt habe, das hatte ich ja meiner Schwester gegeben und die hat es auch soweit fertig. Ich habe es nur vergessen mitzunehmen. Ich zeige euch das dann nächste Woche. Vielleicht habe ich es bis dahin auch gewaschen. Dann kann ich euch dazu was sagen, wie das funktioniert hat. Und genau, das hole ich dann nächste Woche nach. Aber das war es dann tatsächlich mit fertigen Sachen. Und bei den Sachen in Arbeit fange ich wie immer mit der Decke an. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was ergeben, dadurch, dass ich unterwegs war und die Decke nicht dabei hatte, habe ich jetzt nur die 6 Quadrate von letzter Woche hier, die ich euch zeigen kann. Aber ich habe sie noch nicht dran gehäkelt. Und da ich jetzt sowieso aus dem Rhythmus raus bin, habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt die nächsten sechs sind ja dann die allerletzten, die häkel ich jetzt erstmal und dann häkel ich die 12 am Stück dran. Dann spare ich mir auch noch mal ein paar Mal den Faden durchschneiden, dann kann ich das gleich in durchgehenden Nähten machen und ja, das ist das heutige Quadrat und ja, das ist jetzt alles ein bisschen nicht mehr ganz so, wie es geplant war, aber das macht ja nichts, man muss sich ja nicht sklavisch dran halten. Die Planung ist ja für mich hauptsächlich dafür da, dass ich so eine Orientierung habe und die Sachen nicht komplett liegen bleiben. Und das wird jetzt nicht passieren. Also so kurz vor Schluss ist die Motivation doch wieder hoch genug, dass ich auf jeden Fall weitermachen werde. Ja, und dann habe ich bei meinen Jacken, habe ich an 2 Jacken fleißig gestrickt und an der dritten gar nicht. Und zwar an der Stripes Gone Crazy. Die habe ich nicht mitgenommen gehabt, weil ich da so viele Einzelknäule ja habe, weil da ja noch diese bunten Streifen reinkommen. Falls einer letzte Woche nicht geguckt hat, so weit ist die Jacke im Moment. Und wie man hier sieht, fehlt hier jetzt dieses Stück. Und das ist ja ein Stop-and-Go-Knit-Along. Das heißt, jede Woche wird ein Stück der Anleitung freigegeben. Und beziehungsweise man verpflichtet sich, dass alle den gleichen Teil stricken. Und seit letztem Samstag schon hätte man jetzt dieses Vorderteil zu Ende stricken können. Da kommen nochmal 5 bunte Streifen rein. Und bei mir heißt das 5 Knäule, da ich ja für jede Farbe ein anderes Knäuel habe. Und dann kann man schon die ganzen Bündchen machen. Also das Bündchen hier oben, die Knopfleiste und das Bündchen unten. Das ist das, was eigentlich jetzt bis morgen dran war. Das werde ich definitiv nicht bis morgen schaffen, aber das macht nichts. Ich werde das Ganze in Ruhe stricken, so wie ich Zeit finde. Aber ich habe unterwegs meine beiden anderen Jacken dabei gehabt und entsprechend da weiter stricken können. Das eine ist meine Harvest-Jacke. Die stricke ich ja im Zuge meines eigenen Knit-Alongs, den wir von meinem YouTube-Kanal aus sozusagen machen. Da gibt es bei Ravelry eine Gruppe für Kikos Strickschule. Da findet ihr Diskussionsfäden zu jeder Folge des Podcasts oder fast jeder Folge. Manchmal nehme ich 2 zusammen, wenn ich es mal wieder vergessen habe. Aber da gibt es auch einen Diskussionsfaden zur Harvest-Jacke. Da zeigen alle, die mitstricken, wie weit sie sind oder auch ihre fertigen Jacken schon. Manche sind schon fertig. Da wird auch über die Anleitung diskutiert. Da wurden Fragen gestellt, die dann beantwortet wurden. Also da kann man auch, denke ich, nachträglich immer wieder reingehen und gucken, welche Fragen gab es schon und wie wurden die beantwortet und wie wurden gewisse Probleme gelöst. Und also wann immer einer von euch eine Harvest-Jacke stricken will, kann er da gerne gucken und sich informieren. Und ich hatte ja jetzt gesagt bei der Jacke, dass es sich tatsächlich lohnt, einen Progress-Keeper, einen Fortschrittsanzeiger reinzuhängen, weil jetzt ganz, ganz lange einfach immer nur gerade ausgestrickt wird. Und das habe ich dann auch letzte Woche gemacht. Also hier war ich, als ich das letzte Video gemacht habe,
Und ich habe jetzt in der Zeit dieses Stück gestrickt. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man jetzt mal so vom Ärmel ausguckt, ist es doch schon ein ganzes Stück. Aber da ich ja eine lange Jacke möchte, darf es auch noch ein ganzes Stück werden. Ja, also das ist meine Harvestjacke. Da muss ich einfach fleißig und langweilig geradeaus stricken. Die andere Jacke ist etwas weniger langweilig. Das ist meine Kapuzenjacke, die eventuell ihre Kapuze nochmal verliert, weil ich mit der nicht so zufrieden bin. Aber der Rest ist gut. Ich habe die Ärmel. Und da hatte ich ja letzte Woche mit den Taschen angefangen. Ich hatte nach dem Stilllegen der Ärmel bzw. nach dem Fertigstricken der Ärmel 20 Reihen gestrickt und hatte dann mit den Taschen angefangen. Und das Spannende an den Taschen ist, dass ich ja nur mit diesem einen Faden und dem einen Knäuel stricke und gleichzeitig die vordere und die hintere Lage stricke. Also hier sieht man gar nichts, weil das eben durchgeht. Und hier sieht man jetzt diese vordere Lage. Hier oben habe ich die Maschen verdoppelt, um Maschen für vorne und für hinten zu haben. Und jetzt kann man schon richtig schön die Tasche erkennen. Letztes Mal konnte man ja gerade nur so einen Finger reinstecken hier oben. Und jetzt sieht man schon richtig schön, dass das eine ordentliche Tasche wird. Inzwischen kann ich das auch auswendig. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe auch inzwischen rausgekriegt, ich hatte letztes Mal gesagt, dass mir die eine Kante besser gefiel als die andere. Genau, das war die Seite, die mir nicht so gut gefallen hat. Da habe ich hier am Anfang recht große Maschen. Das hat sich jetzt aber geändert. Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei dieser Seite in der Anleitung die Randmasche, die hier außen lang läuft, dass die in der Hin- und Rückreihe gestrickt wurde. Und auf dieser Seite wurde sie nur in der einen Reihe gestrickt und in der anderen abgehoben. Und da mir das nicht so gut gefallen hat, habe ich gedacht, ich probiere mal, wie das ist, wenn ich auf dieser Seite auch beides in beiden Reihen stricke. Und das gefällt mir deutlich besser. Die drei hier oben stören mich jetzt nicht, dass die Randmaschen da ein bisschen größer aussehen. Aber dann ist zumindest der Hauptteil der Tasche, sieht dann doch von der Kante gleich aus und gefällt mir besser. Ich muss jetzt noch ein kleines Stück stricken mit Zunahme hier vorne an der Tasche. Die darf noch ein kleines bisschen breiter werden. Ist aber nicht mehr viel, vielleicht noch vier Maschen oder so. Und dann kommt noch ein Stück, wo es gerade läuft. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird dann einfacher. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, dass die beiden Teile dann zusammenhängen. Aber ich glaube, das wird durch das Drüberstricken mit den restlichen Maschen wird sich das mehr oder weniger ergeben. Hoffe ich zumindest. Aber das ist so eine typische Sache. Ich denke, das sieht man, wenn man so weit ist und das ausprobiert und strickt. Und dann geht es bei der Jacke auch dann eine Weile einfach gerade runter. Und die Tasche geht dann so lang, bis das Bündchen kommt. Dann strickt man die Maschen wieder zusammen. Man hat ja hier doppelt so viele Maschen, ne, für vorne und für hinten. Und dann werden die wieder zusammengestrickt und dann kommt noch das Bündchen dran. Und dann wäre die Jacke im Prinzip fertig. Es sei denn, ich entscheide mich, die Kapuze abzuschneiden und eine neue zu stricken. Aber das sehe ich, wenn das soweit ist. So, und dann das letzte Projekt, was ich noch dabei hatte und was deutlich gewachsen ist, das ist meine Musterschlachthose. Ich habe aus dem letzten Opal-Abo, da wurde diese Farbe als Musterschlachtknäuel gewählt und ich hatte mich entschieden, eine Mameluka-Hose zu stricken. Wer die fertig sehen will, kann bei meinem Projekt auf Ravelry gucken und da auf die Originalanleitung gehen. Da sieht man, ich glaube, zwei verschiedene Versionen von der Hose und man kann ja dann über Projekte auch sich andere Sachen noch angucken. Und da hatte ich letztes Mal mit dem Bündchen angefangen und ich glaube, ich hatte genau einen Farbrapport gestrickt. Ziemlich genau. Und dann habe ich weiter gestrickt und weiter gestrickt und weiter gestrickt. Und dann hatte ich keine Lust mehr und ich habe nicht die vollen 20 cm gestrickt. Da ich ein bisschen kleiner bin als der Durchschnitt, habe ich mir gedacht, kann ich mir das erlauben? Und es ist das Bündchen in der Taille und häufig auf den Bildern wurde es auch umgeschlagen. Und dann dachte ich mir, muss es nicht ganz so lang sein. Also es sind jetzt, glaube ich, ungefähr 18 cm, also es ist nicht sehr viel Unterschied. Ja, und dann, wenn man nämlich das Bündchen fertig hat, dann strickt man rechts und links ein Stückchen im Krausmuster weiter. Das läuft dann rechts und links auf der Hüfte. Und vorne und hinten wird glatt gestrickt. Und die Maschen werden verdoppelt. Also das ja, wird dann mit einem Schlag sehr viel weiter. Und gleichzeitig werden aber auch noch Zunahmen eingebaut zwischen dem Glatt- und dem Rippenteil. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze nachher weitergeht und aussehen wird.
Ist eine kostenlose Anleitung im Internet. Falls ihr drauf geht und euch über die Sprache wundert, das ist, ich glaube, die Originalanleitung ist Norwegisch, Dänisch. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn man auf der Seite, dann kann man rechts oben die Sprache ändern. Wenn man da auf Englisch geht, dann kriegt man die englische Anleitung. Und ja, damit stricke ich jetzt. Ja, macht Spaß. Bin gespannt, wie es weitergeht und werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, das waren die Sachen, die ich am Stricken bin oder fertig gestrickt habe. Jetzt noch einmal was zu meinem Laden. Ich habe nämlich neue Wolle bekommen. Ich habe von Opal endlich die Fairy Tale Serie bekommen. Die möchte ich euch zeigen. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch kurz über Pläne sprechen. Ich habe nämlich im Moment keine einzige Socke auf der Nadel. Dadurch, dass ich die Socken, die ich dabei hatte, fertig gekriegt habe und aber keine Wolle und keine Nadeln dabei hatte, um neue anzuschlagen, habe ich tatsächlich im Moment gar keine Socken auf den Nadeln und werde mindestens ein Paar, vielleicht auch zwei Paar anschlagen. Und das erste Paar, was ich anschlagen will, sind meine November-Socken. Ich versuche ja jeden Monat ein paar Socken für meinen Laden zu stricken. Und dann ist es ja naheliegend, dass ich die neue Serie benutze. Und dann habe ich mir aus der Fairy Tale diese Farbe rausgesucht. Hübsche Banderolen, finde ich, wieder bei dieser Serie. Und da möchte ich diese Socken stricken. Söckchen mit Puschelrand, wobei ich mir überlegt habe, keinen Puschelrand zu machen. Ich werde einfach nur das einfarbig in Jeansblau, auch von Opal, absetzen. Und ja, und dann hat man diese, hat man drei solche Patches oben und dann wird unten einfach der Fuß dran gestrickt. Der Fuß ist dann ganz schlicht gestrickt, aber das finde ich bei so einer bunten Wolle auch ganz schön. Dann sieht man schön, wie die Wolle rauskommt. Aber bei diesen drei Patches hat man dann eben wieder eine komplett andere Farbverteilung, weil die Maschenzahl anders ist und sich ja auch in jeder zweiten Reihe verändert. Und das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich rechne auch im Prinzip damit, dass alle sechs Patches, also die drei von der einen und die drei von der anderen Socke, dass die wahrscheinlich alle unterschiedlich rauskommen. Und ich habe die Anleitung schon mal gestrickt und ich weiß noch, dass es dann ganz lustig ist, wenn man die drei hat und dann das zur Runde geschlossen hat und der Schaft sozusagen fertig ist, dann kann man so ein bisschen gucken, wie sehen die aus, welcher gefällt mir am besten, was möchte ich vorne haben, was soll hinten sein und dann entsprechend setzt man dann die Ferse an, damit die Socke dann genau so sitzt, wie man sie möchte. Ja, die Fairy Tale Serie ist eine sehr bunte Serie. Hier eine weitere Farbe. Und noch eine Farbe. Was mir aufgefallen ist, die Knäule sind relativ ähnlich. Also nicht alle natürlich, aber es sind doch viele, die recht ähnlich aussehen. Was es mit Sicherheit auch ganz interessant macht, wenn man da ein paar Farben kombiniert. Aber ich fand es eben ein bisschen ungewöhnlich. Meistens hat man doch so sehr markante Farben bei den Serien. Aber hier geht vieles so ein bisschen ineinander über. Diese Farbe finde ich auch ausgesprochen spannend. Da sieht man schönen Kontrast, aber man sieht auch durch das wiederkehrende Orange und so, dass die auch sicher gut zusammenpassen. Da hier ein bisschen Grau mit drin ist, das ist so wieder dieses typische Männersockenfarbe. Da haben wir eigentlich drei in dieser Serie, aber es ist ja in ganz vielen Serien ist ja was mit Grau-Weiß drin. Dann haben wir ein sehr, sehr schönes Blau. Das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Und dann gibt es noch diese Farbe mit Blau und Braun kombiniert. Ist auch nicht so eine ganz übliche Kombination, aber auch sehr hübsch, finde ich. Und ich finde auch diese drei könnte man wunderbar in irgendeiner Form kombinieren, zusammenstricken, irgendwas machen. Ja, genau. Und dann, wenn ich dann noch weiter dazu komme, Sachen anzuschlagen, dann, ja, als zweites Paar hatte ich schon überlegt, ob ich nochmal eine Farbe von Dackelwolle anstricke, weil diese handgefärbte Wolle doch so sehr speziell ist und man kann sich es einfach besser vorstellen, wie die aussieht, wenn man was Gestricktes sieht. Und also da bin ich sehr versucht, noch eine Farbe anzustricken. Und dann habe ich immer noch nicht die Hose zu meinem Känguru-Pullover von Steven West angefangen. Das steht auch ganz oben auf der Wunschliste, vor allem, weil das jetzt so kalt geworden ist und ich die jetzt gut gebrauchen könnte. Und ich sage schon mal, dass ich noch ein Baumwoll-Kinderkleidchen stricken möchte, nur um das schon mal erwähnt zu haben. Das wird dann wieder eine Kooperation mit meiner Schwester.
Vielleicht, wenn wir das Kleid im Gange haben, wäre dann auch mal ein Zeitpunkt, dass sie mal vielleicht mitmacht bei einem Podcast und sich dazu setzt und kurz was erzählt. Das hatten sich ein paar von euch gewünscht, das wäre vielleicht auch ganz lustig. Ja, aber ansonsten war das alles, was ich diese Woche oder diese letzten anderthalb Wochen gestrickt habe, was ich jetzt am Planen bin. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!